Gut, dann fangen wir an. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel unseres Clubs am Sonntag um 15.30 Uhr gegen den VfB aus Stuttgart. Ich begrüße recht herzlich unseren Cheftrainer Jens Keller zu meiner Rechten und selbstverständlich alle Journalisten, die in der Zoom-Konferenz sich dazugeschaltet haben, um ihre Fragen zu stellen. Und genau damit wollen wir auch starten. Ich gucke auf den Laptop und schaue mal, wer die erste Frage hat an unseren Cheftrainer Jens Keller. Ich bitte um virtuelle Handzeichen. So, dann starten wir mit Fadi Kablawi von den Nürnberger Nachrichten. Bitteschön. Guten Tag. Haben Sie mit ein paar Tagen Abstand schon eine Erklärung, was da passiert ist in Wiesbaden? Wie das so viel besser ausgehen konnte, dieses Spiel, als in den Wochen zuvor? Ja, da brauchen wir nicht große Erklärungen haben. Wir haben halt die erste Torchance, die wir mal hatten, haben wir gemacht und das haben wir halt die letzten Wochen nicht gemacht. Ja. Wir haben unsere Torchancen genutzt, wobei es, glaube ich, noch 3-4 größere oder noch mehr Möglichkeiten gab. Aber wir haben uns auch in den letzten Spielen einige Torchancen im Spiel ausgearbeitet und jetzt haben wir halt das Tor gemacht und das war eine gewisse Befreiung und deshalb haben wir dann das ein oder andere noch nachgesetzt. Wer möchte als nächstes? Marco Wertzinger von der Bild, bitteschön. Hallo Herr Keller, grüß Sie. Wie würden Sie denn die Stimmung in dieser Woche jetzt nach dem Wiesbaden-Spiel im Team bezeichnen? Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, der mit dem Leistungssport oder mit dem Sport allgemein was zu tun hat. Das ist natürlich klar eine Erlösung irgendwo war, dass wir die Tore gemacht haben, dass wir 3 Punkte eingefahren haben gegen direkten Konkurrenten. Und das hat der Mannschaft natürlich unheimlich gut getan. Nichtsdestotrotz wissen wir aber auch, dass wir einen kleinen Schritt gemacht haben und noch 2 ganz schwere Spiele vor der Brust haben. Eure weiteren Fragen bitte. Fadi Kablawi nochmal. Wird Mavropanos am Wochenende wieder fit sein und was bedeutet das dann für Esker Sörensen, der ja durchaus auf sich aufmerksam gemacht hat? So wie es aktuell aussieht, wird es bei Dinos eng. Ja, wir müssen heute nochmal, heute einen Teil mittrainiert, dann haben wir ihn wieder geschont. Deshalb müssen wir jetzt morgen warten, wie die Reaktion auf das heutige Training war. Also es kann durchaus sehr eng werden. Machen wir weiter mit Uli Diekmeyer von der Nürnberger Zeitung. Hallo Herr Keller. Es würde theoretisch vielleicht ein, oder nicht nur theoretisch, es würde sicher ein Punkt reichen, wenn Karlsruhe parallel gegen Bielefeld verliert. Würde es Ihre Taktik beeinflussen? Sind Sie mit einem Ohr auch in Bielefeld dabei oder wollen Sie nur auf sich schauen? Nein, wir schauen definitiv nur auf uns. Wir haben es uns erarbeitet, dass wir alles selbst jetzt wieder in der Hand haben. Und deshalb schauen wir auf uns und wir treffen auf einen wieder erstarkten Gegner, die enorm Qualität haben. Und deshalb gucken wir, dass wir unseren Spielplan, Matchplan umsetzen und schauen nicht irgendwo anders hin. Marco Wertzinger von der Bild nochmal. Noch eine weitere Personalie. Fabian Nürnberger ist ja wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Kann er schon am Sonntag wieder auflaufen und womöglich sogar Patrick Erdas in der Startelf setzen? Fabian hatte schon in der letzten Woche Teile der Mannschaft mitgemacht und ist voll eingestiegen. Ab Sonntag quasi war er schon voll dabei und deshalb ist es durchaus eine Möglichkeit, dass Fabi wieder dabei ist, im Kader dabei ist, ob er spielt, wird sich zeigen. Uli Diekmeyer, noch einmal, bitteschön. War in den letzten 3 Tagen war sehr viel von Spaß die Rede, der zurückgekehrt sei, auch in die Mannschaft. Wie war denn der Spaßfaktor im Training? Macht sich das bemerkbar auch in der täglichen Arbeit, dass diese Lockerheit wieder zurückgekommen ist ein bisschen? Ja, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Wenn man ein Spiel gewinnt und auch so deutlich gewinnt, auch mit der Leistung gewinnt, ist das sicherlich für alle irgendwo eine gewisse Befreiung. Aber das ist auch das, was ich die letzten Wochen immer wieder gesagt habe. Es war nicht so, dass wir spaßbefreit trainiert haben, sondern dass wir auch da die Mannschaft mitgezogen hat, auch da immer wieder sich aufgebaut hat, auch da sich immer wieder in den Trainingseinheiten Spaß vermittelt hat. Aber gar keine Frage, durch einen Sieg ist es natürlich deutlich einfacher.
Der nächste wird sein Georgios Tsakarides vom Frankenfernsehen. Bitte schön. Ja, hallo Herr Keller. Es wurden schon einzelne Personalien angesprochen. Können Sie trotzdem mal insgesamt ein Personal-Update geben? Kommt noch irgendwer spontan dazu? Wer ist vielleicht hundertprozentig fit? Wer kommt nah an den Einsatz ran? Ja, wer ist hundertprozentig fit, das kann ich morgen erst sagen. Wir haben schon noch das ein oder andere Wehwehchen. Man hat gesehen, Georg Markreiter ist im Spiel kurz vor Ende, hat eine Prellung am Knie, hat diese Woche noch nicht alles mitgemacht. Mavropanos hatte ich schon erwähnt. Fabi Nürnberger ist ins Training eingestiegen. Ja, ist tendenziell im Defensivbereich, wo wir schon noch das ein oder andere Fragezeichen haben. So, dann machen wir weiter nochmal mit Marco Wertzinger von der Bild. Die gute Stimmung beim Training wurde ja schon angesprochen. Der Hingucker gestern war natürlich Ihr Co-Trainer Stickloh mit einem Tambourin. Was hatte es damit auf sich und was war das Ziel? Ja, das ist ja nicht, dass wir das erste Mal gemacht haben oder jetzt, weil wir das Spiel gewonnen haben, dass wir jetzt irgendwie tanzen und sonst irgendwas, sondern das gehört mit zu unseren Trainingseinheiten. Haben wir auch sehr viel in der Corona-Krise gemacht. Ja, das ist Live-Kinetik. Ja, da geht es um Handlungsschnelligkeit, visuelle Wahrnehmung, Konzentrationsfähigkeit. Und gerade in so einer Woche, wo die Belastung enorm hoch ist, auch das Wetter war jetzt wieder in Wiesbaden, war enorm schwül, drückend, ist es unheimlich schwer, natürlich viele Trainingsinhalte körperlich zu machen. Und deshalb haben wir in diesem Bereich eine kleine Session gemacht, aber es war eine Sache von 10 Minuten. Und ja, das ist jetzt nichts so Spektakuläres, wie es in der Zeitung geschrieben wurde, dass man das so hochkocht. Für uns ist das, wie gesagt, immer wieder eine ganz normale Trainingseinheit oder ganz normale Trainingskomponente. Dann machen wir mal weiter mit Sebastian Fischer von der Süddeutschen Zeitung. Bitte schön. Hallo Herr Keller. Eben wurde schon angesprochen, dass ein Unentschieden reichen könnte. Können Sie vielleicht was zur Herangehensweise sagen am Sonntag dann? Also ist es möglich, dass Sie trotzdem auf Unentschieden spielen oder wäre es sozusagen unvernünftig, eine Mannschaft, die jetzt so im Flow ist, nach dem 6:0 quasi zu bremsen? Ja, ich finde es so unheimlich schwer, auf Unentschieden zu spielen. Ja, wie spielt man auf Unentschieden? Hinten reinstehen, die Bälle weghauen und hoffen, dass man nicht irgendwie eine fängt. Es ist unheimlich schwer, auf Unentschieden zu spielen. Was wir machen müssen, ist eine konzentrierte, kompakte Mannschaftsleistung. Wir müssen bewusst sein, dass wir sehr viel investieren müssen im läuferischen Bereich, dass wir sehr viele Wege gehen müssen, sehr viele Wege zulaufen müssen. Und dem sind wir uns bewusst. Stuttgart ist eine Mannschaft, sehr spielstark, technisch gute Mannschaft, mit vielen guten Individualisten. Und wir müssen auch eine gewisse Ekligkeit und Dreckigkeit natürlich mitbringen, ohne unfair zu sein. Aber wir müssen einfach physisch enorm viel mit in das Spiel investieren. Georgios Tsakarides vom Frankenfernsehen. Sie haben es vorhin schon angesprochen, der Club hat es wieder selbst in der Hand. Mit einem Sieg und auch mit Schützenhilfe von Bielefeld kann man den Klassenerhalt klar machen. Kann das auch eine Motivation für Ihre Mannschaft sein, zu wissen, wenn Bielefeld mit Karlsruhe gewinnt, was ja durchaus wahrscheinlich ist, haben wir es geschafft? Wenn Sie das so durchaus wahrscheinlich sehen, Ihr Wort in Gottes Ohr, aber ich glaube nicht, dass wir uns auf das verlassen können. Ja, Bielefeld ist aufgestiegen, Bielefeld ist Meister. Ja, keine Ahnung, wie die Spannung ist. Ich bin überzeugt, dass Bielefeld alles dran setzen wird, um den Wettbewerb gerecht und fair zu Ende gehen zu lassen. Ja, das haben sie bewiesen, haben sie auch gestern bewiesen. Aber wie gesagt, wir müssen auf uns schauen. Wir dürfen nicht die Hoffnung auf andere legen. Ich sage jetzt vor dem letzten Spieltag, wenn man da die Hoffnung auf Stuttgart gelegt hätte oder jetzt auch Kiel, ja, dann hätte man gesehen, was passiert. Und deshalb müssen wir unsere Hausaufgaben machen und müssen wir die Sache entscheiden. Das ist das Ziel, das wir haben. Uli Diekmeyer als nächstes von der Nürnberger Zeitung. Das Mikrofon ist noch nicht frei, Uli. Entschuldigung. Jetzt ist es frei. Ja, was verbindet Sie persönlich denn noch mit dem VfB Stuttgart? Ist ja mehr oder weniger Ihr Verein.
Ja, was verbindet mich? Das war, da habe ich die längste Zeit meiner Karriere als Fußballer, Trainer verbracht. Ich komme aus Stuttgart. Ja, meine Mutter, mein Bruder, Freunde leben noch in Stuttgart. Ich bin 3 Kilometer, 4 Kilometer vom Trainingsgelände oder vom Stadion groß geworden. Sicherlich sind da viele tolle Erinnerungen. Wie gesagt, war meine erste Trainerstation, wo ich angefangen habe, meine erste Profistation. Und deshalb verbinde mich natürlich sehr viel mit dem Verein. Sind auch noch, ist der ein oder andere ist auch noch da, den ich da gut kenne. Deshalb ist das ein besonderer Verein für mich, keine Frage. Aber es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, wo ich in Stuttgart gearbeitet habe. Habt ihr noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich schaue mal, wo ich sehen kann in eure Gesichter. Es sind keine Fragezeichen mehr. Deswegen sind wohl alle wunschlos glücklich. Dann sage ich vielen Dank, wünsche allen ein schönes Wochenende. Jens, dir vielen Dank für die Antworten, euch für die Fragen. Und dann sehen wir uns überwiegend am Sonntag im Max-Morlock-Stadion wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Dankeschön.